Nachgefragt beim Hauptstadtkorrespondenten Florian Gartmann vom Spiegel. Grüß Sie ganz herzlich. Guten Tag, Herr Kulle. Da wird jetzt ein Riesenpaket sozusagen auf dem Arbeitstisch der Bundesregierung abgeladen. Da drin steht bis 2038 raus aus der Kohle. Das hört sich ganz einfach an. Aber wie schwierig, wie groß, wie schwerwiegend ist dieses Paket tatsächlich in der Umsetzung? Ich glaube, das wird wahnsinnig schwer. Das hat man ja auch daran erkennen können, wie schwer sich die Kommission auch in der letzten Nacht noch getan hat, diesen Kompromiss zu schnüren. Andererseits denke ich mal, ein Kompromiss, bei dem am Ende alle Interessengruppen sagen, wir können das tragen, sind aber nicht hundertprozentig zufrieden, ist vielleicht erstmal ein guter Kompromiss und mit dem wird man sicher arbeiten können. Und der kostet Geld, richtig viel Geld. Also da sind nur diese 40 Milliarden, die sozusagen als Strukturausgleich, als Strukturmaßnahme verbraten werden sollen. Und dann gibt es noch sehr viel mehr Geld. Man sagt, die Industrie kriegt keine Entschädigung. Glauben Sie das? Ja, am Ende wird es viel ums Geld gehen. Bei der Frage Entschädigung der jeweiligen Unternehmen, aber natürlich auch bei der Frage, welches der betroffenen Länder am Ende wie viel Geld und vor allem aus welchen Töpfen bekommt. Also das wird natürlich noch ein ganz erheblicher Verteilungskampf sein, der da über die nächsten Jahre zu führen ist. Ja, Töpfe. Also ist das frisches Geld sozusagen oder ist das schon, wird das irgendwo anders weggenommen? Hören Sie da was in der Hauptstadt dazu? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht klar, ob es frisches Geld ist oder ob das eben aus bestehenden Töpfen genommen wird. Der zuständige Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja gestern in der ARD gesagt, müsse man sich keine Sorgen machen. Aber der Teufel steckt eben im Detail und das muss man sich dann alles genau angucken. Der Teufel steckt auch im Detail bei denjenigen, die ohnehin skeptisch sind und die ja gefordert haben, sehr viel früher rauszugehen und jetzt eigentlich eher enttäuscht sind. Man hörte so ein bisschen bei den Umweltverbänden raus, dass die sich Sorgen machen, dass ihre Basis das mitträgt, was die Chefs da unterschrieben haben. Glauben Sie es? Das könnte ein Problem sein, was man ja auch daran sieht, dass die einzige Stimme, die am Ende ja aus der Kommission nicht zugestimmt war, tatsächlich auch eine Umweltaktivistin, glaube ich, aus dem Lausitzer Revier war. Also da gibt es schon viel Misstrauen. Sicherlich auch bei der Frage, was eben mit dem Hambacher Forst passiert. Da steht ja in dem Papier der Kommission drin, dass man den Hambacher Forst für erhaltenswert hält. Das heißt aber natürlich auch noch nicht, dass man in jedem Fall die Finger von ihm lässt. Also auch das ist noch eine spannende Frage. Das wird wahrscheinlich so das Symbol über allem sein. Bleibt der Hambacher Forst bestehen? Bleibt's ruhig? Bleibt's ruhig ansonsten? Ansonsten könnte es sein, dass genau die Debatte wieder losgeht, die wir schon mal hatten. Und das will natürlich auch niemand. Ja? Apropos Debatte, die wir schon mal hatten. Debatte, ja, dreckiger Diesel und Feinstaub, CO2 und diese ganzen Dinge, die uns belasten, in den Großstädten vor allen Dingen. Jetzt gibt es da anscheinend wieder so etwas wie Hoffnung, und zwar ein Zeichen der Hoffnung im Verkehrsministerium bei Herrn Scheuer. Seitdem die Ärzte, also ein paar Ärzte, gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht so schlimm und wir haben noch gar keine klaren Beweise, dass das alles so schädigt, wie es das Ganze jetzt im Grunde genommen den Gesetzen untergelegt hat, nach denen dann ja entschieden wurde, dass Fahrverbote sogar möglich sind. Was ist da jetzt los im Bundesverkehrsministerium? Gibt es da wirklich Hoffnung oder macht man da weiter an dem, was man irgendwie umzusetzen hat? Na, mein Gefühl ist schon, dass der zuständige Minister Scheuer, Sie haben ihn ja angesprochen, die Hoffnung hat, dass er mit diesem Gutachten, was ja in Wahrheit kein Gutachten ist, jetzt vielleicht nochmal Rückenwind dafür hat, sozusagen den Saft rauszunehmen bei all den Dingen, die jetzt von der anderen Seite von ihm gefordert werden. Ich glaube, der Verkehrsminister ist auch in einer nicht beneidenswerten Rolle, weil er natürlich all das aufzuarbeiten hat, was in den vergangenen Jahren auch von seinen Vorgängern liegen geblieben ist. Das Problem ist aber schon auch, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass er da wirklich überzeugt vorangeht, sondern man hat jetzt das Gefühl, und wie gesagt, jetzt kommt eben diese Petition der Lungenärzte, die jetzt sagen, ist alles gar nicht so schlimm. Darauf hat er jetzt nur gewartet und versucht jetzt damit zu sagen, ist doch alles gar nicht so schlimm, dann kann ich davon auch erstmal die Finger lassen. So wird das aber eben nicht funktionieren. Mit dieser Haltung hat ja die Bundesregierung bzw. haben auch seine Vorgänger die ganzen Jahre agiert. Und man sieht, was dabei rausgekommen ist. Eine total fatale Situation für alle Interessen. Und so kann es definitiv nicht weitergehen.
Aber wenn irgendwas nicht ganz klar ist an diesen ganzen Messwerten, wie sie ermittelt werden, wie die Grenzwerte sind und ob das alles tatsächlich dann so im Endeffekt wirken soll, wie behauptet. Solange das nicht wirklich klar ist, ist es doch eigentlich okay oder mindestens okay, wenn der Minister sagt, gut, da gehen wir jetzt dran, das wollen wir wissen, oder? Ja, das stimmt. Andererseits sind natürlich die Werte, die jetzt bestehen, festgelegt auf einem ganz breiten Konsens. Und natürlich gibt es Interessen, insbesondere aus der Industrie, die diese Werte gerne reduziert haben wollen, ja, weil man dann das Problem viel kleiner machen würde. Und natürlich sind, das kommt ja noch dazu, es ist ja nicht ein rein deutsches Problem, sondern das sind EU-weite Werte. Das heißt, auf diese Werte hat man sich EU-weit geeinigt. Und das jetzt wieder aufzuschnüren, das hat ja gestern sogar ein Vertreter, also der Staatssekretär von Herrn Scheuer bei Anne Will gesagt, das ist im Grunde genommen auch mittelfristig völlig unrealistisch. Also das heißt, ich glaube, der Minister hängt sich da jetzt an einen Hoffnungsschimmer, der ihm am Ende leider auch nicht helfen wird. Aber ich glaube, er muss einfach... Ja. Er will es einfach aber auch noch mal wissen und er bringt es ja auch, hat er gesagt, in den EU-Ministerrat ein. Also das heißt, genau. Da will er das diskutieren. Da könnte es doch aber eventuell auch ein paar Kollegen geben, die dann Interesse daran haben, die sagen, wir wollen nicht nur unsere Messstände auf den Dächern irgendwo stehen haben, also weit weg von dem, was eigentlich gemessen wird, sondern wenn die Werte gar nicht stimmen, dann machen wir das Paket noch mal auf. Glauben Sie, dass da wirklich nicht noch mal dran gegangen wird? Ja, das kann natürlich sein. Und natürlich ist es auch so, dass in anderen Ländern man natürlich laxer umgeht, als wir das wie immer vorbildlich in Deutschland mit den Messstationen und den Werten machen. Trotzdem, so ein Beschluss müsste ja nach dem Einstimmigkeitsprinzip getroffen werden. Und natürlich gibt es auch Staaten, die bei der Frage sehr viel weiter sind innerhalb der EU, die überhaupt kein Interesse haben, jetzt plötzlich, weil sie weiter sind, sich sozusagen von den Schwächeren wie Deutschland wieder runterziehen zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf EU-Ebene funktioniert. Da sind wir mal gespannt. Die nächsten Tage werden noch ganz spannend. Die nächsten Initiativen dagegen sind auch schon am Start. Florian Gartmann, Dankeschön in die Hauptstadt. Vielen Dank.